Yo, ich schalte an LED-Beamer heim, Kinomod. LCD-Farben leuchten, ja, das ist kein Code. HDMI ready, USB am Start. LAN, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 und Technik smart. Kamera der Bar, du weißt Bescheid. Mein Beamer geht ab, ready für die Movie Night. Filme in 4K, Serien nonstop. Ohne einzuschlafen, ich bleib wach, kein Flop. Blockbuster laufen, gut Qualität wie im Traum. Für nur 23 Reis, das glaubt dir keiner kaum. Bezahle fast nix, doch ich krieg so viel. Du sparst dich reich, das ist mein Deal. Jabba-dabba, ich bin im Flow. Mit meinem Beamer, das Bild ist einfach glow. Action, Drama, Sci-Fi, alles am Start. Dank HDMI sieht es aus wie echte Kunst. Echt hart, keine Kabelsalat. Wi-Fi 6 connected. Alles läuft flüssig, perfekt wie erwartet. Herzlich willkommen, liebe Heimkino-Fans. Hallo, liebe Großbildfreunde. Und die, die es werden wollen. Jaber K2S 1080p LED, ein LCD-Beamer. Smartes Technikpaket für nur 399 Euro. Der Jaber K2S bietet dir ein erstaunlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nur 399 Euro bekommst du ein durchdachtes Gesamtpaket mit Full-HD-Auflösung und 800 Ansilumen Helligkeit. Die Verarbeitung ist erstaunlich gut und bietet zusätzlich ein 2x10 Watt starkes GBL-Soundsystem, das für einen kraftvollen Klang sorgt. Da der K2S eine 1-LCD-Technologie verwendet, ist er gänzlich frei von Regenbogeneffekten, die bei DLP-Beamern oft störend sind. Zudem verfügt er über Android TV und 7000 Apps und mehr natürlich, was bei einigen Mitbewerbern in dieser Preiskategorie gänzlich fehlt. Der K2S ist für schöne Heimkinoabende oder bei voller Verdunklung ein toller Einstiegsprojektor. Ja, es gibt Alternativen, aber dafür musst du tief in die Tasche greifen und vierstellige Beträge bezahlen. Minimum mit einer 1 am Anfang. Der K2S bietet ein gutes Gesamtpaket, Energieeffizienz, für wenig Geld viel Technik und ein großes Bild. Und das zeige ich dir jetzt im Kino. Und das alles für nur 399 Euro oder 499 Euro inklusive JBL Subwoofer. Und ich würde sagen, bis gleich. Yo, ich schalte an, LED-Beamer heim, Kinomod. LCD-Farben leuchten, ja, das ist kein Code. HDMI ready, USB am Start. LAN, Bluetooth 5, Wi-Fi, sexy Technik smart. Jabba dabba, du weißt Bescheid, mein Beamer geht ab, ready für die Musik. Ich höre jeden Pixel, sehen jede Farbe vor. Bis in das kleinste Detail, nichts bleibt mir unklar. Zeig mir Bewegung, zeig mir das wahre Leben. Ich will schöne Momente, die die Seele erheben. Zeig mir Emotionen, die Augen voller Licht. Vom Mikro bis Jupiter, kein Schatten, kein Verzicht. Ich will alles spüren, jede Nuance, jedes Mal. Die Schönheit des Moments in einem Farbenkristall. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem Echo bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Jeder Blick ein Abenteuer, jede Farbe ein Gedicht. Im Kaleidoskop des Lebens zählt nur das, was uns erfrischt. Zeig mir das Unbekannte, das Schöne, was ich seh. Lass uns das Leben feiern, in eine Farbe nähen. Zeig mir jede Stimme, jeden Klang, der zittert. Von der tiefsten Liebe bis zum höchsten Geflatter. Verschwende keine Sekunde, zeig mir jedes Bild. Ich will vom Kleinsten bis zum Größten alles will. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem
dich, oh, bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem Echo bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Jeder Blick ein Abenteuer, jede Farbe ein Gedicht. Im Kaleidoskop des Lebens zählt nur das, was uns erfrischt. Zeig mir das Unbekannte, das Schöne, was ich seh. Lass uns das Leben feiern in einem Farbenrenee. Ich will jeden Keks sehen, jede Farbe wahr. Wissen das kleinste Detail, nichts bleibt mir unklar. Zeig mir Bewegung, zeig mir das wahre Leben. Ich will schöne Momente, die die Seele erheben. Zeig mir Emotionen, die Augen voller Licht. Von Mikro bis Jupiter, kein Schatten, kein Verzicht. Ich will alles spüren, jede Nuance, jedes Mal. Die Schönheit des Moments in einem Farbenkristall. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem Echo bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Jeder Blick ein Abenteuer, jede Farbe ein Gedicht. Im Kaleidoskop des Lichts zählt nur das, was uns erfrischt. Zeig mir das Unbekannte, das Schöne, was ich seh. Lass uns das Leben feiern in einem Farbenrenee. Zeig mir jede Stimme, jeden Klang, der zittert. Von der tiefsten Liebe bis zum höchsten Geflatter. Verschwende keine Sekunde, zeig mir jedes Bild. Ich will vom Kleinsten bis zum Größten alles Bild. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem Echo bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Zeig mir alles, zeig mir mehr. Von dem Echo bis zum Sternenmeer. Zeig mir alles, zeig mir weit. Von der Erde bis zur Ewigkeit. Jeder Blick ein Abenteuer, jede Farbe ein Gedicht. Im Kaleidoskop des Lebens zählt nur das, was uns erfrischt. Zeig mir das Unbekannte, das Schöne, was ich seh. Lass uns das Leben feiern in einem Farbenrenee. Zeig mir jede Stimme, jeden Klang, der zittert. Von der tiefsten Liebe bis zum höchsten Flatter. Verschwende keine Sekunde, zeig mir jedes Bild. Ich will vom Kleinsten bis zum Größten alles will.
Zeig mir alles, zeig mir. Hallo und herzlich willkommen hier zur Produktpräsentation des Jabel K2S. Hier befinden wir uns jetzt im Menü. Als erstes haben wir hier die App Android TV, wo wir dann die 7000 Apps über den Android TV Zugang installieren können. Dann haben wir jetzt hier die Eingänge, in dem Fall HDMI. Wir haben hier NFC Screencast für Android-Geräte, um diese zu spiegeln. Ja, dann zeige ich jetzt hier, wir haben hier diverse Apps und Funktionen sowie Dateimanager, die natürlich hier von dem Android herkommen, und haben hier unten Möglichkeiten, Designs, Hintergründe und so weiter festzulegen. Wir können hier praktisch einen Ruhemodus, das heißt also hier, das ist da dafür da, damit man den Beamer etwas dimmen kann, und dadurch wird er auch etwas leiser. Das ist also interessant, wenn man, sagen wir mal, bei kompletter Verdunklung später nicht die volle Helligkeit braucht, dann könnte man jetzt hier den Ruhemodus aktivieren. Ich kann das ja mal machen. Hier, der Projektor wird jetzt ein bisschen leiser. Die Taste, die ist auch hier äußerlich als Button auf der Oberseite des Projektors zu finden. Ich werde aber jetzt in diesem Fall wieder das Ganze rückgängig machen, damit der Projektor volle Lichtleistung hat. Hier haben wir jetzt den Bluetooth-Speaker. Das heißt, man kann hier im Prinzip sich mit jedem Endgerät verbinden und kann den Projektor auch als Soundbar benutzen. Und ja, jetzt hier iOS Wi-Fi-Spiegelung. Das ist ja schon, für den Preis ist das schon eine Top-Ausstattung. Wenn man das jetzt hier mal so sieht, was da an smarten Funktionen angeboten wird, das ist also wirklich richtig gut und auch gut gemacht. Also hier die Menüführung ist sehr übersichtlich. Ich schalte jetzt einfach mal durch. Also hier oben haben wir zum einen die Netzwerkeinstellungen. Wir haben Bluetooth natürlich hier an Bord. Wir haben die Signalquellen, kann man hier im Prinzip konfigurieren. Wir haben hier die Projektionseinstellungen. Wir können hier beispielsweise eine automatische Trapezkorrektur einstellen. Wir können das Ganze auch manuell. Wir können den Autofokus, das habe ich jetzt alles mal deaktiviert, weil ich habe das manuell gemacht. Und wir können also jetzt hier im Prinzip alle möglichen Einstellungen vornehmen. Es geht hier auch, im Prinzip kann man hier auch die Farben nochmal einstellen. Wir haben jetzt hier den Standardmodus ausgewählt. Man kann das Ganze auch jetzt ein bisschen kräftiger praktisch einstellen. Man kann einen natürlichen Modus einstellen. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Und was kann man noch? Wir können die Farbtemperatur können wir hier regeln. Jetzt hier beispielsweise, wenn die Farben etwas zu viel ins Rot gehen, dann kann man hier zum Beispiel ein bisschen Blau dazugeben. Dann wird es, dann korrigiert sich das einigermaßen wieder. Aber das kann man ja dann später auch selbst, kann man da mal drin rumspielen und kann das für sich selbst die beste Einstellung finden. Und ja, also so viel ist jetzt mal hier dazu zu sagen. Dann haben wir hier den Ton. Wir haben hier, ja, das ist der leise Modus. Das ist eigentlich gehört der ja eigentlich in die Projektion, aber gut, leise. Hier hat man es jetzt mal damit beschrieben, dass natürlich auch der Projektor, wenn man den etwas dunkler regelt, in den Eco-Modus geht, also bei anderen Projektoren nennt sich das ja Eco-Modus. Hier in dem Fall ist es der leise Modus, weil, und man findet ihn hier auch dann unter Ton. Gut, das kann man sich ja merken. Dann haben wir hier allgemein, da werden die Sprache, kann man die Sprache umstellen. Man hat hier den Einschaltmodus, ob er eben praktisch auch in den Standby sich stellt bei Nichtnutzung. Und da gibt es dann auch einen Bildschirmschoner dafür speziell. Wie gesagt, das ist jetzt hier damit erstmal alles soweit erklärt. Hier sehen wir nochmal die Informationen zum System.
was hier im Prinzip alles so diese Eckdaten und MAC-Adresse, Seriennummer und so weiter und die Versionen. Man kann hier auch das Gerät updaten, also in dem Moment, wo man natürlich auch hier eine Wi-Fi-Verbindung hat oder eine Netzwerkverbindung, ein Internetverbindung. Und ja, so viel habe ich jetzt schon mal dazu gesagt. Ich habe jetzt in diesem Fall habe ich den Apple TV von mir angeschlossen. Der ist natürlich jetzt fertig eingerichtet. Aus diesem Grund habe ich den auch benutzt. Und wir sind jetzt hier, gut, das ist der Bildschirmschoner vom Apple TV. Den kann ich jetzt mal deaktivieren. Und dazu brauche ich jetzt eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Ich gehe jetzt einfach mal schon in meine vorbereiteten, Kinofilme, die ich hier im Prinzip bei mir in der Mediathek abgelegt habe. Und dazu gehe ich jetzt mal hier in die Mediathek. Dann haben wir hier beispielsweise den Top Gun. Der ist ja sehr modern und aktuell. War ja erst kürzlich noch im Kino. So, ja, jetzt habe ich hier schon mal eine Sequenz. Der steigt jetzt gleich an dieser Stelle ein, wo ich jetzt natürlich auch zuletzt war. Gucken wir mal, ob ich hier etwas, eine Sequenz erwische. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Vielleicht kann ich das auch über die Kapitel machen. Dazu gehe ich jetzt mal hier runter über die Kapitel. Und was du nicht sagst. Jetzt gucke ich mir doch mal eine Stelle an, wo hier auch Flugbetrieb ist. Das könnte jetzt hier an der Stelle sein. Anreicherungsanlage. Ihr Ziel wird früher betriebsbereit sein. Kann man hier ein bisschen vorspulen. Aber man sieht, es geht hier eigentlich alles wunderbar. Wie Sie wissen, befindet sich die Anlage zwischen zwei Bergen. Im Endanflug gehen Sie sofort über in den Rückensturzflug. So können Sie in geringstmöglicher Höhe fliegen und im einzig möglichen Angriffswinkel. Ja, ich habe jetzt hier bei uns im Kino eine Hintergrundbeleuchtung der Doppelsitzer-Jet markiert angemacht, damit ich jetzt hier was sehe. Und auch dieses Licht durchbricht die Armierung mit einer ist jetzt nicht zu stark für den Projektor. Dadurch also wir haben jetzt ja hier bei dem K2S haben wir ja nur Full HD. Allerdings haben wir hier ein LCD, ein LCD-System mit 800 Ansilumen. Ja, natürlich 800 Ansilumen, das ist... Da sollte man schon sich ein, ich sag jetzt mal, schattiges Plätzchen suchen oder eben voll verdunkeln. Der Abflug ist ein extremes Steigflug. Und auch dann sieht man jetzt hier bei der maximalen Bildbreite. Also ich habe jetzt hier fast 3 Meter. Also das ist auch für diesen Projektor kein Problem, wie man sieht. Das ist die offizielle Grenze. Um die Mission zu überleben, müssen Sie sie überschreiten. Auch wenn Sie Ihr Flugzeug dabei verbiegen. Und der große Vorteil ist jetzt auch bei dem ein LCD, also wir haben ja als Lichtquelle haben wir ja hier LED, die LED-Technik und wir haben eine ein LCD-Technologie. Das ist, funktioniert zwar ähnlich wie bei DLP, dass da das Panel entscheidet, welches Pixel durchgelassen wird und welches nicht, und auch welche Farbe und welche nicht. Werden Sie mit Raketen beschossen. Aber wir haben keinen Regenbogeneffekt, wie bei beispielsweise einigen bzw. DLP-Kandidaten. Ist das überhaupt machbar? Die Antwort auf diese Frage liegt allein beim Piloten im Cockpit. Wie sieht's aus, Bob? Uns fehlen 5 Sekunden. Wir müssen schneller sein. Viel schneller. Verstanden. Bleibt an mir dran. Hä? Warte, wer ist das? Blue Team, Sie wurden entdeckt. Shit, das ist Maverick. Was zum Teufel macht er hier?
Ich bin ein Gegner auf Abfangkurs. Blue Team, wie reagieren Sie? 20 Meilen links von uns. 10 Uhr. Annäherung mit 700 Knoten. Deine Entscheidung. Was willst du tun? Kurs halten. Wir sind gleich da. Weiter zum Ziel. Er dreht nach Norden. Bereit machen für Aufstieg. Laser klar machen, Bob. Copy. Bist bereit. Blue Team, Gegner kommt näher. Aufstieg jetzt. Was ist, Bob? Wo ist Maverick? Er ist 5 Meilen entfernt. Kommt schnell näher. Ziel in Sicht. Bob, wo bleibt mein Laser? Fehlfunktion, Fehlfunktion. Das wird nicht. Sorry, Zielerfassung negativ. Keine Zeit mehr. Ich feuere blind. Verdammt, verfehlt. Ziel erfasst. Maverick hat uns markiert. Scheiße, wir sind tot. Blue Team, Mission gescheitert. Abbrechen, Coyote. Ja, ich breche das jetzt mal an dieser Stelle ab. Und haben wir jetzt hier noch andere Videos, andere Filme. Soll mir das etwa Angst machen? Pegging ist für mich nichts Neues, Freundchen. Ich mach jetzt mal das Licht komplett aus. Passive Party so. Noch nie so richtig leicht. Also bitte schön mit. Und man sieht und natürlich gleich am Schwarzwert. Du, ich sehe deine Augen durch die Maske. Ich spüre sie. Wir gehen erstmal ein Stück den Flur runter. Dadurch erspart sich das Aufwischen im Gang. Verstärkt. Was halten alle Beteiligten von dem Plan? Ich kann sie nicht leiden. Ja, schön. Bewahr dir diesen Groll. Dann treiben wir es voller Wut. Mr. Wilson, Sie haben sich anscheinend eingenässt, als Sie bewusstlos waren. Ich war nicht bewusstlos. Wer sind Sie? Ich höre auf den Namen Paradox, Mr. Paradox. Und Sie sind hier bei der TVA, der Time Variance Authority. Wir sind eine Art Überwachungsorganisation, nur dass wir etwas unbeschwerter sind, als es sich anhört, mit einem ironischen Retro-Touch. Wir sind verantwortlich für die Verteidigung des sogenannten wahren Zeitstrahls. Verfickte Scheiße. Was für eine Exposition für den dritten Teil. Ist das, weil ich Cables Zeitmaschine benutzt habe? Ich habe damit ein paar Leute ins Leben zurückgeholt und dann... Einmal Ankerwesen, kommt sofort. Achtung, links, Schnucki, Putz. Dieser Logan hat auch den, er kann einfach alles, sogar Musicals. Lob. Weiterer Pluspunkt. Er trägt ein Kostüm, als wäre es ihm mal nicht peinlich, in einem Superheldenfilm mitzuspielen. Ich verstehe nicht so recht. Sie haben gesagt, mein Universum stirbt, weil diese Sacknatter draufgegangen ist. Tja, Problem gelöst. Auch die eingebauten Lautsprecher von TBL einfach ersetzen. Bringen zweimal 10 Watt und das ist schon mal eine ganz ordentliche Leistung. Ich hätte auch keinen anderen Wolverine akzeptiert, nebenbei bemerkt, aber Sie haben sich selbst übertroffen und bringen mir den schlimmsten aller Wolverines. Was soll das heißen, den schlimmsten? Mr. Wilson, dieser Wolverine hat seine ganze Welt im Stich gelassen. Er ist eine Legende, aber keine von den Guten. Und was er getan hat? Nun, manche Dinge sind unverzeihlich. Okay, wie bring ich das in Ordnung? Ehrlich, ich mache alles. Ich habe Ihnen die Chance gegeben, zu glänzen. Denn meine Vorgesetzten erachten Sie als besonders. Natürlich nicht im positiven Sinne. Aber offenbar haben Sie in der Zukunft irgendeinen wichtigen Zweck zu erfüllen. Mit Thor, er hält mich im Arm. Aber ich habe meine Pflicht getan und Ihnen die Chance gegeben, jemand von Bedeutung zu sein. Doch Sie nehmen mein Angebot nicht demütig und dankbar an, sondern brechen mir die Nase. Na, das sieht toll aus. Und Sie haben meine Männer mit dem exhumierten Leichnam eines Helden dezimiert. Eine Entehrung seiner Überreste und seines Andenkens. Was sind Sie, das Internet? Ihre Welt schreitet dem Tod entgegen, lieben Dank. Und das ist nicht zu verhindern. Am humansten wäre es, wenn man es kurz macht. Macht Ihnen der Gedanke, mein Universum einzudampfen, Appetit? Ja, gucken wir gerade noch mal, was könnte man sonst noch mal ansehen?
werden wir. Es ist nicht die Suite des Oberbürgermeisters, aber es ist besser, als wenn einem jemand mit einem glühenden Stock ins Auge pinkt. Oh. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ich bin dann in aller Frühe wieder hier und leere eure Bettpfanne. Danke. Die Gesprächigste ist sie ja nun nicht, deine Freundin. Nein, 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 sie ist nicht meine Freundin. Oh, natürlich nicht ein hübscher Bengel wie du. Du hast was Besseres verdient. Alles klar und gute Nacht, Mrs. Rayland. Oh je, ich lasse wohl kein Fettnäpfchen aus. Es war keine Absicht. Ich weiß, was Sie gemeint haben. Hör zu, du nimmst die Pritsche und ich nehme den Fußboden. Regelmäßig besuchen. Er verbrachte Stunden damit, die Dinge zu studieren, die sie gefunden hatte. Dann eines Tages. Ja, dann sage ich mal an der Stelle. Sie hatte etwas gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ausgrabungen im Untergegangenen und etwas, das er haben solltet wollte. Ihr euch für diesen Projektor entscheiden, dann macht ihr ein gutes Schnäppchen. Und ich wünsche Ihnen dann. Was war's? Und ich wünsche dir dann natürlich viel Spaß damit. Also, mach's gut. Vielleicht noch, wenn Fragen sind, bitte die Fragen in die Kommentare. In den Kommentaren stellen und. Lass mir bitte vielleicht noch ein Like da. Und bis dann. Also, mach's gut. Tschüss. Aber er hat sie dafür getötet. LED-Beamer, Heim, Kinomode, SED-Farben rutschen, ja, das ist kein Code. HDMI ready, USB am Start, LAN, Bluetooth 5, Wi-Fi, sexy Technik, smart. Jabba dabba, du weißt Bescheid, mein Beamer geht ab, ready für die Movie Night. Filme in 4K, Serien nonstop, ohne einzuschlafen, ich bleib wach, kein Flop. Blockbuster laufen, Bildqualität wie im Traum, für nur 23 Treus, das glaubt dir keiner kaum. Bezahle fast nix, doch ich krieg so viel. Du sparst nicht reich, das ist mein Deal. Jabba-dabba, ich bin im Flow. Mit meinem Beamer, das Bild ist einfach glow. Action, Drama, Sci-Fi, alles am Start. Dank HDMI sieht es aus wie echte Kunst. Echt hart, keine Kabelsalat. Wi-Fi 6 connected, alles läuft flüssig, perfekt wie erwartet. Action, Drama, Sci-Fi, alles am Start. Dank HDMI sieht es aus wie echte Kunst, echt hart. Keine Kabelsalat, Wi-Fi 6 connected. Alles läuft flüssig, perfekt wie erwartet. Jabba dabba, Technik macht klar. Für 23 Kreuz, unglaublich wahr. Die Nachbarn klopfen, der Sound ist zu krass. Ich dreh auf, fühl mich wie im IMAX, das macht Spaß. 23, 19 Euro, das ist fast geschenkt. Technik, die liefert jeder, der's kennt, der denkt. Jabba dabba, ich spar mir den Rest. Dieser Beamer liefert ganz ohne Stress. Bezahle fast nix, doch ich krieg so viel. Du sparst nicht reich, das ist mein Deal. Jabba dabba, ich bin im Flow. Mit meinem Beamer, das Bild ist einfach glow. Beamer an, Film ab, das Licht wird gedimmt. Ich chill mit Popcorn, bis der Abspann beginnt. Jabba dabba, der beste Deal in der Stadt. Für 23 Freund hab ich alles am Start. Beamer an, Film ab, das Licht wird gedimmt. Ich chill mit Popcorn, bis der Abspann beginnt. Jabba dabba, der beste Deal in der Stadt. Für 23 Freund hab ich alles am Start. Jabba, Jabba, Jabba. Beamer, dum, dum, dum. Jabba dabba. Das Licht wird gedimmt. Ich chill mit Popcorn, bis der Abspann beginnt. Jabba dabba, der beste Deal in der Stadt. Für 23 Kreuz hab ich alles am Start. Jabba dabba, Beamer, dum dum dum. Jabba dabba, dabba dabba.